Matze, die Schlawiner, hier ist wieder Knochen. Es gibt wieder ein bisschen War Thunder Videos. Und ja, ich hab schon wieder verkackt. Egal. Heute fahre ich den Panzer 2, Deutsches Afrika Korps Ausführung. Beziehungsweise kommt die Version des Deutschen Afrika Korps. Eben gerade hatte ich eine richtig coole Runde. Da war ich mal auf einer neuen Karte. Ich weiß gar nicht, ich hab vergessen, wie die hieß. Brokolovskorlov oder was. Keine Ahnung. Lief ganz gut. Hab erst gegen Ende, wirklich die letzten Sekunden, habe ich meinen Panzer verloren hier. Den schönen Panzer 2. Ich habe 1-2 cm Geschütz. Mit maximal 150 Schuss. Wie man sieht, wenn ich bremse, muss ich aufpassen, dass ich nach vorne überkippe. Das ist mir tatsächlich schon passiert. Kaum zu glauben, aber war. Ist mir passiert. Muss mir irgendwo verzwiebeln hier. Munition werde ich jetzt nicht wechseln. Ich habe Sprenggranaten und das andere war Panzerbrechergranaten. Die Standard habe ich rausgenommen komplett. Da ich sie sowieso nie benutzt habe. So, wie sieht's aus hier? Was haben wir denn alles? So, feines. So, blöd ist, wenn er mich jetzt trifft, dann ist Feierabend. Ne, irgendwie ist er weg. Jemand anderes hat ihn kaputt gemacht. Ich krieg keine Abschusshilfe, war nicht genug Schaden. Gut, 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 gut. Ich muss ein bisschen aufpassen, ich habe zwar in der Runde davor viele Treffer ausgehalten, aber das waren alles Artillerietreffer, die halt neben mir eingeschlagen sind und direkt auf mir. Ich selbst halte ja nicht allzu viel aus. So. Punkt C sagt er, gut. Dann fahren wir da hin und machen das mal klar. Abschusshilfe, okay. Bleib bestehen, ich werde ein bisschen campen. Ich bin nicht allzu weit vor. Ich werde mal ein bisschen was runterknallen hier auf B. Ein bisschen Artillerie. Ich meine, aufgrund seiner Geschwindigkeit ist natürlich kein Camperpanzer. Klar, ist kein KV-2 hier oder dergleichen. Aber er hat natürlich, wie schon erwähnt, nicht sonderlich starke Panzerung. Und deswegen würde ich aufpassen, denn hier sind ja auch Panzerjäger unterwegs. Und ich will mich nicht einfach zerfetzen lassen. Ich möchte schon so lange wie möglich unterwegs bleiben. Aber ich habe das Replay gespeichert und werde es dann eventuell auch noch aufladen. Okay, Motor ist weg. Nachladezeit, wie gesagt, man hat nur ungefähr 3 Sekunden Feuerstoß und dann ist Feierabend hier. Vielleicht sollte ich es besser so machen. Ja, ich sehe auch, dass neben mir jetzt lauter Panzer hier auftauchen, aber verreckt doch mal einfach, Junge. Nur schade. Da sind die nächsten. Was hier, wo die Lampe kriegen. Wow! Mhm. Bodycount 69, you bro! Vom anderen Duck. Vom anderen Panzer 2, Duck, leck mich am Hack. Ja, habe ich auch gar nicht wahrgenommen, ehrlich gesagt, aber gut, das kann auch an mir liegen. Ich habe jetzt vorgestern, nee, gestern wieder angefangen zu spielen. Gestern kam auch der neue Patch, 1.5.7. Mit ein paar coolen Neuerungen. Ich finde nur die neuen Karten. Also da hätten sich mal ein bisschen was Besseres einfallen lassen können. Meiner Meinung nach. Hit it! Vorfahren. Ich wollte jetzt drin stehen bleiben, ne? So, der Tetrack ist immer noch da. Abschusshilfe, das wird wohl öfter jetzt passieren. Wo gammelt denn hier noch was rum? Ich will meine Munition auch nicht verschwenden jetzt für... Oh, auch eine Abschusshilfe. Also, ich kassiere hier unheimlich viel Abschusshilfen. Besser als nichts, da war man ja immerhin auch irgendwie hilfreich. Es sind ja irgendwie schon Kills natürlich, aber wenn ein anderer die ganze Zeit darauf brutzelt, dann... Gut, Artillerie spare ich mir auch. Dann kriegt man natürlich keinen Kill geschrieben, ist klar, ist auch in Ordnung. Ich habe ja vor Ewigkeiten, fast ein Jahr oder so, mal ein Video gemacht, wo ich gefordert habe, dass Abschusshilfen abgeschafft werden. Naja, mittlerweile denke ich ein bisschen anders drüber. Man ändert ja auch mal seine Meinung. Wie sieht's denn hier aus hier?
So, bei uns, wir haben ja fast alles hier. Würde ich an die SBM rankommen? Ne. Das haben sie auch schön gemacht. Jetzt sieht es mal richtig gemütlich aus hier, so Marshmallow-Röster-mäßig. Wenn man jetzt mittlerweile sich hier, wo ist denn der da oben? Ich glaube, den würde ich gar nicht treffen von dort. So, jetzt bin ich auch mal mutig vorüber. Das ist ein A-13. Oh. Das ist ein Lee. Ein Free Lee. Sollten wir jetzt nicht noch ein anderer holt hier, aber ein Kill, ich will noch einen einzigen Kill nur für mich. Jetzt kommt der mit Artillerie hier oder was? Komm auf da. Komm! Okay. Jetzt irgendwie schnell weg. Juhu! Kommt der mit Geschenken an hier, ist ja Wahnsinn. Jetzt explodiert schon hier Drecksteile, so. Oh, fuh, da ist noch einer. Ja, versteckert er sich? Oh, der ist gar nicht mehr da. Geh ich auch mal in die Luft? Nee, ich bleib unten, alles gut hier. So, oh, die Captain B. Kleine Schlupfwurzis. Dann fahre ich auch mal rüber zu B. Merk. So, ich hab da gerade noch einen gesehen. Oh shit. Shit, ist es voll hier. Shit, ist das voll hier. Flack. Was? Ich fahr mal ein bisschen vor hier irgendwie. Hä? Wieso habe ich nichts gehört hier? Was ist das denn? Ein kleinen verpupsten Aufklärungspanzer da. So. Die Luft brauche ich, fahr mal hinten rum hier. Also es gibt wohl noch ein paar Soundprobleme hier, aber sie sind ja immer dabei, hier das Spiel wieder zu verbessern. Tschüss. So, jetzt muss ich mal die Muni wechseln. Captain ja auch noch A. Was macht ihr da unten echt? Wie sieht es denn statistisch aus? Was? 4 Abschusshilfen und ein Kill? Dafür kriegt ihr so wenig Punkte? So, kommt ja kein gegnerischer Flieger, also brauche ich auch nicht rein da. Das spare ich mir einfach. Vielleicht brauche ich es ja nochmal. Hm? Das ist dummes Gelaber. Wenn ich hier reingehe, dann ist die Chance natürlich vertan. Ich höre hier ordentliches Feuer. Das ist ein anderer Flakpanzer oder so. Okay, sie haben sich A geholt. Ich hoffe, er die ganze Zeit feuert. Bomber. Feuer, ich sehe den Bro. Ich decke ihn einfach mal von hier. Alles was ich sehe, schieße ich kaputt. Bestimmt, was haben wir? C, jetzt will er auch noch C kämpfen, echt jetzt? Ich habe 4 Bomben, aber ich weiß nicht, ob ich die Ziele gleichzeitig rauf kann. Warte mal, ich hole erstmal einen mit 2. Ich hoffe, der bleibt erstmal am Leben, bis ich hier nah genug dran bin. Mal schauen, ob ich hier zum anderen Ziel rüberkomme. Eine knappe Sache. Nun gut, aber ich konnte sie abwerfen. Shit!
Boah, bloß Vorfahren, können wir nicht mehr reden. Bloß Vorfahren, wollte ich sagen. Okay, ja, auf C habe ich sie gesehen, auf C habe ich sie gesehen. Hatte ich sie gesehen. Wie sieht's denn aus hier? Kommt hier einer? Ist hier keiner? Ich versuche mal zu cappen. Ja, wir werden verlieren. Wegen was eigentlich? Wegen was werden wir verlieren? Hier kann überall einer sein. Hier, nein. Oh, wir haben gewonnen. Ja. Scheiße. Und ich dachte, das wird nichts mehr hier. Also Duck ist cool, wie gesagt, nur, ich sag mal Duck, ich nenne das Ding jetzt Duck, ja. Ist ganz fetzig. Auch wenn man halt nur wirklich eine kurze Feuerstoßrate hat von ja ungefähr 3 Sekunden, knappen 3 Sekunden irgendwie. Und können wir uns mal kurz mal angucken hier. Panzerung, ja. Was soll man dazu sagen? Gewölzter Panzerstahl. Baustahl. Also das ist eigentlich ziemlich für den Arsch hier. Man hat hier eine etwas bessere Panzerung. Und hier oben. Also eigentlich ist ja nur die Wandunterseite vernünftig gepanzert. Und der Rest ist eigentlich zu vernachlässigen. Warum hier so eine krasse Panzerung ist, bringt auch nichts, weil hier, da hustest du einfach durch. Hier 30 mm, aber hier kannst du durchhusten. Naja, wie auch immer. Das ist jedenfalls der Panzer 2. Deutsches Afrika-Korps Ausführung. Ganz cooles Fahrzeug, probiert's mal aus. Kostet auch nicht viel, das Ding kostet, das habe ich schon gekauft gehabt, aber es waren unter 1000 Golden Eagles. Also ich weiß nicht mehr genau, was das war. Wir gehen jetzt mal von 750 aus. Sagen wir mal 750 Golden Eagles, mehr war das glaube ich nicht. Ja. Also, danke fürs Zuschauen, viel Spaß noch beim Zocken und wir sehen uns dann demnächst. Ne? Haut rein, ciao.